Ja, wir gehen hier rein. Ja. Das ist der traditionelle Dorf, der Sasanaru. Ja. Das ist ein der einzigen Dörfer bei uns hier, das noch so erhalten bleibt. Ja. Ich meine, da gibt es nicht mehr so viele Dörfer. Leben die Menschen jetzt wirklich noch hier, auch wenn jetzt keine Touristen da sind? Genau, die leben da, werden auch schon von der Regierung unterstützt. Ja. Deswegen dürfen die dann die Häuser nicht neu aufbauen. Ja. Die müssen halt dann so lassen, ja, weil die dann auch schon Geld von der Regierung auch bekommen. Ja. Und das gilt als Museum. Ja. Und das ist nach der Tradition von meiner Kindheit, habe ich auch in solch einem Dorf gelebt. Ja. Weiß ich noch, wie das Haus mein Vater war, also meine Eltern. Das war auch schon so mit Bambus geflochtener Wände, sowas. Ne? Mit den Dächern, diese Reetdächer sind das ja, gell? Genau, das ist aus Gras, ja? Aus Gras. Darf ich hier drin fertig? Ja, kein Problem. Man kann auch schon so rauchen, ein bisschen Spaziergang machen, ja? Ja. Ja. Das ist ja, die haben ja keine Fenster, obwohl da auch ein Fenster da, aber wird selten dann aufgemacht, ja. Ja. Und das ist auch dicht genug, ja. Also, dass wenn es regnet, wenn's regnet, wenn es stark regnet, hält es auch. Dann bleibt es auch dann das Wasser für eine Weile da. Dadurch wird auch schon die Temperatur ein bisschen abgekühlt. Aber sowieso, es liegt jetzt schon 1600 Meter über dem Meeresspiegel. 1600, ja? Okay. Ja, und dann ist es ja cool. Ja, ja, ist kalt. Hier sind auch Nächte kalt, oder? Ja, genau. Ja. Wir gehen hier lang, ja. Also ja, ich kann auch schon besser zeigen. Wir sind wie damals. Das Haus hier sieht einfach wie das Haus von der alten Zeit aus. Ja. Ja, also das. Und hier sitzt man ja. Ja, immer, genau. Zu bestimmter Zeit normalerweise nach der Arbeit, ja. Also die sitzen so hier rum, unterhalten sich ja und ja, also mit der ganzen Familie oder wird sich auch schon hier versammelt, wird auch schon etwas vom Dorf besprochen, ja. Mhm. Und da kommt oft auch schon eine Entscheidung für das ganze Dorf auch von hier. Aber die sind im Prinzip schon eine große Familie. Große, ja. Wie gesagt, ja, da gibt es auch Leute, da gibt es auch schon Haus, wo einige Familien da drin leben, aber jetzt, die haben jetzt ihr eigenes Haus. Ja. Ah, ja. Bambushaus. Ja. Da gibt es dann auch schon Speicher. Das ist Reisspeicher. Ja. Weil Reis. Die Reis, ja. Weil, oh. weil die Leute halt dann von. Das hinten oder das? Genau, hier. Das beide, ja. Das hier gibt es auch schon hier drin, ja. Zum Beispiel hier oben, ja, da wird Reis gespeichert, ja, da. Weil die dann auch schon Reisfelder haben und nach einer Zeit, dann gibt es Haufen von Reis, ja. Dann müssen die halt dann speichern, und ja. Der hält sich. Den da, genau, so für die nächsten 6 Monate zum Beispiel, weil es oft auch schon ein großes Fest hier stattfindet, ja. Ja. Dann müssen die dann selber dann so mit dem Reis dann selber versorgen, ja, verpflegen. Ja. Ja, um Mehl zu machen. Ja. Da kommen Reiskörner rein und dann kommt Mehl raus. Pulver meine ich hier. Ja. Holz wird auch schon gebraucht zum Kochen, wenn irgendwie mal so ein großes Fest stattfindet. Ja. Das dann ist alles der Brennholz. Genau, ja. Ah, ja. Da haben sie nicht nur 2 Reisspeicher, sondern auch schon mehrere in dem Haus, in dem Dorf. Ja. Da wird es auch schon so Wassercontainer hier gebaut von der Regierung. Ja. Das ist alles schon für die Tiere, Vieh. Ja. So, wenn das so matschig aussieht, ja? Ja, das sind Kühe. Ja, Kühe oder Ziegen, ja? Ja, ich bin auf dem Dorf groß geworden. Ja? In Deutschland, da war ja. Ich auch so. Wenn die Kühe aber jetzt sind die Kühe vielleicht dort auf Felder, beim Grasen, ja?
Da werden die Klamotten getrocknet. Da gibt es ja Ratten auch manchmal, die dann die Reis, gespeicherten Reis, oh, dann hier so fressen. Ja? Okay. Dann wird es dann hier so gebaut, dass die Ratten ja, überhaupt nicht Ratten klettern können. Ja. Küken. Ja, und sind die Häuser dann auch so geschützt, dass die Ratten nicht rein können? Ja, also da sind oft dann auch Ratten drin. Ist aber da könnte ich nicht schlafen. Kein Problem. Dann hätte ich Probleme. Dann ist ja nicht für, sind ja nicht für Touristen. Aber ja, ist schon ein richtiges richtig Dorf. Ja. Also die leben jetzt noch. Genau, ja. Also ich meine, wie ich damals auch gelebt habe. Ja. Ne? Aber jetzt sieht man das überhaupt nicht mehr. Ja. Weil die Regierung einfach diese Reisstroh verbieten, das zu benutzen, ja. Ach so. Das ja, wegen Brandgefahr, ja, ja. Also die können auch schon leicht brennen. Ja. Ja. Die haben auch schon dazu die Vieh da, Ziegen oder Hühnchen, da werden die dann hier gezüchtet, ja. Und dann machen die davon auch schon Geschäfte. Und dann werden die dann auch ab und zu mal geschlachtet, ja. Ja, wir können auch dahin gehen. Pass auf, der. Ich wollte gerade sagen, da ist die Leine doch ein bisschen länger, als ich dachte. Hallo? Hey. Na, Guiding lagi, Shana? Was hier? Sie, wo? Ja, ma, belum ke sana. Belum ke sana. Belum bilangan. Das ist Tabak, ne? Eh? Ja, Tabak, ne? Oh ja, das ganze Fleisch voll. Ja. Ah ja, antes lek atas menuju. Bareh tu langan. Ya atas atau anti bareh lagu sugu lek luah deh. Le anu. Le parki bawah tu sugur bareh. Le apa ranan? Pondok Senaru. Pondok Senaru ya. Lagu le atas tu antih ni. Ya, da. Die werden geschlachtet auch, oder? Vielleicht werden die auch verkauft. Ja. Die Hühner. Die Hühner. Die machen auch schon damit Geschäfte. Ja. Ziegen, gibt Ziegenmilch. Ja. Was? Das ist aber ein Tierurlaub bei dir, ne? Mit Huhn? Ging schon mal schief. Tauben, ja. Oh ja, Brieftauben. Ja. Guck mal, da wird es auch schon. Oh, da kommt gleich Regen, ja. Ja. Das sieht so aus. Hier sind auch schon mehr Ziegen hier. Ups. Wir haben eigentlich Regenschirme im Auto. Das ist nicht schlimm, wir können da hier unter den Dächern und also nur uns stört das nicht. Also wenn wir ein bisschen nass werden.
Oh, hier, guck mal. Oh, das ist jetzt wieder richtig am Bock. Mach mal das Handy weg. Ja, jetzt nicht mit. Müssen wir irgendwo uns runterstellen. Was war das? Hey, wir werden nass. Hier können wir dann auch schon gleich im Schatten kommen. Ne? Oh, ne, die Lüge. Oh, hier rüber. Oder da auch ist in Ordnung. Und hier hat jedes Haus macht was anderes arbeitsmäßig. Genau, eigentlich die Männer gehen hier zu dem Berg ja, ja auch, ja, machen Ackerbau, ach so, sowas, ne? Leben von der Ackerbau. Die Frauen machen hier das Haus. Genau, kümmern sich dann um die Kinder, ja. Manchmal die weben auch für die Männer, ja, also die, wenn die dann etwas Schicks dann ja tragen wollen, dann wird es gewebt, ja, alles mit der Hand gemacht, ja. Da ist auch schon eine alte Frau, selten sieht man ja bei uns, ja, ja, weil die Lebenserwartung bei uns ja normalerweise 65, ja, 70. Habe ich zu ihr gesagt, dass es hier ganz wenig, ja, wirklich alte Menschen, genau, gibt. Ja. Also genau, ja. Mein Vater ist 80 hier jetzt. Oh, ne? Das ist gut. Ja, also hat aber schon einen Schlaganfall vor einem Jahr. Und es gehabt, hatte medizinische Betreuung, ja, gut. Ja. Ich muss mal kurz hier rüber. Ja, ja. Wie hat ein Ding getrunken? Ja. Jetzt rennt er weg. Ah ja, hat Angst, ja. Der ist, regnet. Es ist gerade Regenzeit, heißt es. Oh, ne, hier. Hier hat ein Ding hier. Aber die gehen doch einfach gewinnen. Ein Ding. Warum? Beiß nicht, ne?
Wo ist es? Da drunter, der hat Angst. Muss man so machen. Naja. Will ich? Hat ein bisschen Angst. Ja, regnet ein bisschen. Ja, gleich, wir warten ein bisschen, dann ja. Wird es dann aufhören. Ist so?